Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Gameboy Premium Homebrew Folge. Und heute möchte ich euch ein ganz, ganz fantastisches Homebrew Spiel vorstellen. Und zwar Shapeshifter 2 von Green Boy Games. Und ihr seht es schon an der Packung, es ist ein ganz besonderes Spiel. Denn es ist das erste Gameboy Spiel, das auf zwei Modulen kommt. Das heißt, ihr spielt ein Modul durch, kriegt dann einen bestimmten Code und könnt dann beim zweiten Modul entsprechend fortsetzen. Jetzt habt ihr schon einen Eindruck bekommen, wie das Spiel so ungefähr aussieht und wie die physische Version ausfällt. Ich kann die wirklich nur empfehlen. Die ist wirklich mal wieder wie von Green Boy Games eigentlich gewohnt, wie vom Vorgänger auch gewohnt, sehr hochwertig gemacht worden. Und jetzt sind wir jetzt eigentlich beim eigentlichen Spiel. Und wie spielt es sich? Wie ihr seht, grafisch bin ich da sehr, sehr angetan und im Prinzip kann man das Spiel ja als eine Mischung von Monkey Island vielleicht, also es ist so eine Art Adventure-Spiel, was heißt denn hier so eine Art, es ist ein Adventure-Spiel, was mich vom Stil her und vom Feeling her sehr an Monkey Island erinnert, natürlich jetzt nicht so vom Humor her und vom Setting her sowieso nicht. Aber durchaus schon, und ich denke mal, es ist auch kein Zufall, dass er hier oben wie beim zweiten Teil auf so einer Klippe startet. Oder besonders beim ersten Teil war es, glaube ich. Und hier ist natürlich wie beim Vorgänger natürlich auch so die besondere Eigenschaft, dass ihr euch in ein Tier verwandeln könnt, wenn ihr es berührt. Jetzt hier am Anfang, was ich euch jetzt zeige, da geht das natürlich noch nicht, da diese Fähigkeit bekommt ihr erst später, aber das braucht ihr dann halt, um Rätsel zu lösen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel einen Fluss habt, könnt ihr so nicht durchschwimmen, aber wenn ihr euch dann zum Beispiel in einen Frosch verwandelt, könnt ihr dadurch dann durchschwimmen. Und das sind alles sehr, sehr schöne Minispiele, auch oft irgendwie ja, verbandelt worden. Und ich möchte euch hier so mal ein bisschen den Anfang zeigen, um euch einfach mal zu zeigen, hey, so fühlt es sich so an, und das sind so ungefähr die Rätsel. Durchgespielt habe ich das Spiel definitiv noch nicht. Ihr erkundet die Welt hier mit verschiedenen Bildschirmen. Hier muss ich sagen, die Laufwege sind manchmal dann doch etwas länger als gedacht. Aber ihr seht schon, grafisch ist das wirklich sehr, sehr liebevoll aufgemacht. Und das macht auch so den Charme des Spiels aus. Ne? Also ihr habt durchaus schon mal ja, so ein paar Ebenen, wo einfach nichts passiert. Hier ist jetzt hier das Ziel unseres Anfangs und ihr seht jetzt einen kleinen Kobold. Die erste Aufgabe ist, das Intro habe ich jetzt auch übersprungen, dass ihr eine bestimmte Halskette finden müsst. Denn erst damit bekommt ihr halt diese Kraft oder wird euch diese Kraft verliehen, dass ihr euch auch wirklich verwandeln könnt. Wir erkunden das hier alles so ein bisschen und ja, das ist der Start. Die Welt gibt es natürlich auch, wie ihr seht. Es gibt dann später viele, viele verschiedene Szenarien. Wir starten hier beim Camp, gehen dann zur Town, Pier, Tempel und so weiter, die natürlich dann auch alle sehr, sehr aufwendig gestaltet sind und liebevoll gestaltet sind. Und selbst hier schon seht ihr, wenn ich hier jetzt runtergehe, wenn ich das richtig im Kopf habe, da gibt es hier so ein römisches Amphitheater. Also es ist wirklich hier sehr, sehr liebevoll aufgemacht. Die Rätsel halten sich eher so in Grenzen, würde ich sagen. Könnt ihr eigentlich die meisten lösen, wenn ihr einfach aufmerksam die Umgebung erkundet. Also es kommen jetzt hier keine
komplett weirden Rätsel irgendwie rum, wo ihr gar nicht mehr wisst, was ihr tun müsst. Ich sag nur, wo ich hier auch das Beispiel Monkey Island erwähnt habe. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es im ersten oder zweiten Teil war, dieses Monkey Ranches, was einfach bei einer Übersetzung irgendwie verloren gegangen ist, wo ihr quasi so ein Affen benutzen musstet, um einen Hebel zu machen, was im Englischen halt wirklich Monkey Wrench, also ja, Affenhebel heißt, aber im Deutschen halt anders. Also sowas ist mir hier noch nicht untergekommen. Dafür gibt es natürlich auch keine deutsche Übersetzung, ne? Das ist ganz klar. Und ja, also ich finde auch hier zum Beispiel, wenn ihr seht, diese Wassereffekte, ne? Das ist sehr, sehr minimalistisch, aber auch sehr effektiv umgesetzt worden. Und das sowas feiere ich total ab. Auch hier so kleine Szenen, wirklich, wo ihr denn, wo es ein bisschen weiter rausgezoomt ist, wo ihr etwas kleiner euch bewegt und so weiter. Hier ist natürlich so das Typische, ihr kommt hier nicht weiter, ihr kennt es aus allen Spielen irgendwie, dass ihr entsprechend da nicht weiterkommen könnt, sondern erstmal morgen. Ne? Und das ist klar, wir müssen hier erstmal die Halskette finden, um dann halt weiterzukommen. Und hier haben wir zum Beispiel hier so ein Rätsel. Da ist eine Eisenstange. Die brauchen wir nachher. Die können wir jetzt aber so nicht entfernen. Wir brauchen hier ein Lubricant or Grease, also ein Schmiermittel oder ja, ein Schmiermittel im Prinzip, um es zu nehmen. Müssen wir natürlich erst finden. Das bekommen wir erst, wenn wir da eine bestimmte Kette entsprechend irgendwie gemacht haben. Ich will jetzt hier euch gar nicht auch exakt zu viel von Anfang irgendwie spoilern oder ähnliches. Also ich habe das Spiel jetzt so ungefähr, stand jetzt halb durch, Pi mal Daumen. Ich muss das noch ein bisschen weiter spielen. Aber bisher bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Das Spiel hat allgemein eine Spitzenwertung überall eingefahren und ich verstehe auch vollkommen warum. Das heißt, wenn ihr euch das Spiel auch bestellen wollt, ich habe es euch unten verlinkt. Kleine Vorwarnung, jetzt wo ich das hier gerade aufnehme, ist das Spiel derzeit noch ausverkauft, es soll aber was Neues nachkommen. Das heißt, ich hoffe, wenn das Video erscheint, ist es dann auch wieder verfügbar. Also von mir aus wirklich ein richtig schönes Spiel, was sehr viel Spaß macht, eine klare Empfehlung von mir aus. Danke, dass ihr reingeschaltet habt, macht's gut, bis zum nächsten Mal.